Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Bücher und Gedichte. Heute werden wir uns einen ganz besonderen Autor anschauen. Der Autor, um den es heute geht, heißt Bastian Bielendorfer. Soweit, so gut. Er hat aktuell 4 Bücher geschrieben, den Spiegel-Bestsellerpreis gewonnen und tritt regelmäßig als Comedian auf. Auch normal. Jedoch ist er nicht irgendein Autor. Er ist nämlich auch noch ein Lehrerkind der Stufe 3. Was das genau heißt, dazu komme ich gleich noch. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Bastian Bielendorfer ist am 24. Mai 1984 in Gelsenkirchen geboren. Ich zeige euch hier mal ein Bild von ihm, welches im Buch Mutter ruft an abgedruckt wurde. Und diese Mutter und natürlich auch sein Vater sind, wie soll ich sagen, etwas speziell. Dazu gleich aber noch mehr. Zurück zur Biografie. Er besuchte das Krillow-Gymnasium und studierte nach seinem Abitur Germanistik und Psychologie. Im Jahr 2007 wechselte er dann an die Uni nach Dortmund, wo er sein Psychologiestudium dann 2016 erfolgreich abschloss. Er ist verheiratet und lebt heute in Köln, schreibt hier und da noch Bücher und tritt als Comedian auf. Genug zum Lebenslauf, ich hoffe, es hat euch nicht zu viel gelangweilt und nun rein in Bastian Bielendorfers Leben als Autor, besser gesagt, wie sein Erfolg begann. Im Jahr 2010 war er Gast bei der Sendung Wer wird Millionär, wo er sage und schreibe 32.000 Euro gewann. Warum dieser TV-Auftritt so wichtig ist, dazu kommen wir jetzt. Denn bei der 16.000 Euro-Frage benutzte er den Telefonjoker und rief in der Tat seinen Vater an. Dieser Anruf gilt als der unfreundlichste und kurioseste Anruf in der Fernsehgeschichte dieser Sendung. Zwar nicht offiziell, aber es gibt viele, die diese Aussage teilen. Nachdem sein Vater nach der richtigen Antwort einfach wortlos das Gespräch beendet hatte, erzählte Bastian nach der Nachfrage von Günther Jauch, dass er wirklich sehr skurrile Eltern hätte und dass er gerade dabei ist, ein Buch darüber zu schreiben. Unter anderem durch diesen Auftritt wurde er bekannt und schaffte es, dass sein erstes Buch, das im Oktober 2011 erschien, das meistverkaufte Taschenbuch des Jahres 2012 wurde. Über 64 Wochen hielt es sich in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1. In diesem Buch mit dem Titel Lehrerkind, lebenslänglich Pausenhof, geht es um ihn selbst. Er erzählt dort Geschichten aus seiner früheren Schulzeit und beschreibt in kleinen Hefteinträgen die charakteristischen Eigenschaften eines jeden Fachlehrers. Ein solcher Hefteintrag hat den Titel Die Spezies Lehrerkind. Darin werden auf lustige Art und Weise die 3 Stufen und deren Merkmale eines Lehrerkindes aufgelistet. Bastian Bielendorfer ist, wie ich übrigens auch, ein Lehrerkind der Stufe 3, das heißt, beide Eltern sind Lehrer. Bei diesem Schicksal bekommt man beispielsweise nur Veganes mit als Pausenbrot und wird als der Spitzel im Lehrerzimmer angesehen. Okay, das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Ich bekomme gar nichts zu essen mit in die Schule. Nee, Spaß, natürlich bekomme ich auch etwas mit. Auch schon mal Schokolade und das sogar ziemlich oft. Naja, egal. Auf jeden Fall steht in diesem Buch noch vieles mehr drin. Vor allem sein witziger Sprachstil gefällt mir sehr. Ich lese euch jetzt noch schnell den Klappentext auf der Rückseite vor, weil ich den auch echt sehr passend finde. Liebe Kinder, das ist euer neuer Mitschüler Bastian, der Sohn eures Deutschlehrers, stellte mich unser Klassenlehrer vor. Übersetzt bedeutet das allerdings, liebe Kinder, dieser dicke Junge, der Missing Link zwischen Knabenbusen und Herrentorte, ist der neue Spitzel des Lehrerzimmers. Wir haben ihn vorsorglich mit einem T-Shirt ausgestattet, auf dem das Wort Opfer in Neonfarben abgedruckt ist,
damit ihr ihn auch bei schlechten Lichtverhältnissen zukünftig vermöbeln könnt. Lusche, Mädchen, Spion. Ich hatte verschissen. Sein zweites Buch veröffentlichte er dann 2013. Es heißt Lebenslänglich Klassenfahrt – Mehr vom Lehrerkind. Das Buch habe ich leider noch nicht, deshalb seht ihr es nur eingeblendet. Ich kann euch aber mal grob erzählen, um was es in dem Buch geht. Also, ich glaube und hoffe, dass dieses Buch genauso lustig und gut geschrieben ist wie seine anderen Bücher. Aber davon gehe ich einfach mal aus. In diesem Buch geht es auch wieder um die Erfahrungen und kleinen Geschichten von Bastian Bielendorfer während Klassenfahrten. Manchmal mit seinen speziellen Eltern, manchmal ohne. Auch hier lese ich den Klappentext vor. Immer wenn dem kleinen Basti die Riemen seines Wanderrucksacks in die speckigen Ärmchen schneiden, wird es lustig. Für die anderen. Denn der Spion des Lehrerzimmers ist auch außerhalb des Schulgeländes so beliebt wie ein alter Mettriegel. Macht aber nichts, denn nur so einer kann so schön allein in Zweierreihen gehen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich werde mir das Buch, glaube ich, auf jeden Fall mal noch kaufen. 2014 erschien dann sein drittes Buch. Diesmal ging es aber nicht um die Schule, sondern um seine kuriosen Telefon- und SMS-Nachrichten von ihm und seiner Mutter. Ihr wisst ja schon, dass der Vater etwas speziell ist und nachdem man das Buch mit dem Titel Mutter ruft an gelesen hat, weiß man, dass die Mutter es auch ist. Aber wie gesagt, beide Eltern sind doch sehr liebenswürdige Menschen. Zurück zur eigentlichen Hand. Die Telefongespräche und SMS-Nachrichten sind, wie gesagt, nicht so, wie man es sich vorstellen würde. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, lese ich mal einen kurzen SMS-Dialog vor. Bastians Mutter fängt an zu schreiben. Bastian, gehen E-Mails auch am Wochenende? Wie bitte? Na, geht das Internet auch Samstag und Sonntag? Klar, Mama, samstags bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Internet aber geschlossen. Danke, Sohn. Ich glaube, ihr merkt schon, dass euch in diesem Buch jede Menge Kurioses erwartet. 3 Jahre später machte er dann eine Fortsetzung davon, aber diesmal war es nicht Mutter, die anruft, sondern Vater. Auch dieses Buch habe ich noch nicht in meinem Bücherschrank. Aber im Prinzip dreht es sich wieder um das gleiche Thema wie Mutter ruft an, nur dass es noch mehr skurrile Anrufe gibt. Deshalb lese ich euch hier auch mal den Klappentext bzw. die Buchbeschreibung vor. Wenn die Floppy Disks nicht in den CD-Spieler passen wollen und weder die Nachbarschaft noch Apple Siri jemals wieder mit Vater sprechen möchte, dann muss Bastian daran glauben. Nachdem das Lehrerkind bereits seine Mutter fit gemacht hat für das Web 2.0, ist nun Vater dran. Und der zahlt den Sohn mit ungebetenen Ratschlägen zurück. Denn auch jenseits der 30 gelingt es Bastian kaum, die Familienbande zu entwaffnen. Vor allem, weil Vater Bielendorfer auch noch Schützenhilfe am Rotstift von seinem Neffe bekommen hat. Also, ich meine, dass das Buch auf jeden Fall auch einen Kauf wert ist. Und das waren auch schon alle bisher veröffentlichten Bücher von Bielendorfer. Doch Bastian Bielendorfer hat schon wieder ein neues Buch für die Zukunft geplant. Es heißt Happy Hausarrest und handelt von seiner Quarantänezeit. Die Chronik soll auch, wie seine anderen Bücher, jede Menge witziges Zeug zum Schlapplachen enthalten. Ab Oktober ist dieses Buch erhältlich. Jetzt wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder schreibt eine Bewertung in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert diesen Kanal. In der Videobeschreibung sind die 4 Bücher auch nochmal verlinkt. Außerdem ist dort noch ein Link, wo ihr das neue Buch vorbestellen könnt und den Klappentext lesen könnt. Schaut auch noch auf meiner Webseite und auf meinem Instagram-Account vorbei, diese habe ich euch dort ebenfalls verlinkt.
In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!